Das Oderbruch bei Wriezen ist eine wunderbare, ursprünglich erhaltene Naturlandschaft in Brandenburg. Seine Unberührtheit hat schon viele Künstler über die Jahrhunderte inspiriert. Gerade aber in den letzten Jahren hat es sich mehr und mehr zu einem neuen Refugium von Künstlern und Kunsthandwerkern entwickelt, denen im Einzugsbereich von Berlin nach und nach auch Galerien und kulturelle Veranstaltungsorte gefolgt sind. Seit 2009 hat sich hier auch die Galerie Kulturbrennerei in Haselberg angesiedelt, in der Jutta Brandstracke vom 8. bis zum 26. Mai 2010 ihre interaktive Ausstellung »Ein Fluss fließt, weil er eine Quelle hat« zeigte. Die 18 gezeigten Arbeiten in der liebevoll restaurierten alten Brennerei des Gutshofes Haselberg präsentierte die Malerin in erster Linie als ein Dankeschön an die Ortschaft und ihre Menschen für die vielen Impulse und die freundschaftliche Aufnahme, die sie und ihr Mann in ihren jährlichen Urlauben hier erfahren. Die Liebe der Künstlerin zur Natur, ihre spirituellen Quellen und ihre Lebensthemen, Prozesse und Beziehungen kamen auch in dieser Ausstellung zum Ausdruck. Zur Vernissage trafen schon früh Gäste ein, die die Ausstellung schon vor der offiziellen Eröffnung genießen wollten. Galeristin Berit Albert begrüßte die rund 40 Gäste gegen 18 Uhr und stellte den Werdegang der Malerin und die Intention der Ausstellung vor. Ortsvorsteher Peter Fuge freute sich in seiner Ansprache über die gelungene Symbiose zwischen der sensibel restaurierten Ausstellungshalle und den Bildern. Beide nannte er einen Zugewinn für Haselberg. Bei der kommunikativen und herzlichen Stimmung ergaben sich im Anschluss viele intensive Gespräche. Auch zu den weiteren Öffnungszeiten der Galerie besuchten viele interessierte Besucher aus der Gegend sowie einige Touristen die Kulturbrennerei. Am Himmelfahrtstag kam so mancher, der anwesenden Künstlerin wie gewünscht eine Geschichte aus seinem Leben erzählte. Ihm wird in der Folge eine kleine Originalillustration zugesandt werden. Die Ausstellung war in jeder Hinsicht erfolgreich. Die Malerin dankt allen, die dazu beigetragen haben, den Käufern der Bilder sowie der örtlichen Presse für die ausführliche und positive Begleitung.